So, hallo und willkommen zu einem, zur zweiten Folge von Let's Play T-Bros 2 spontan. Und los geht's. Wir sind hier auf meinem Server, Flo's Robot Server, und ja, spielen einen neuen Game Mode, Man vs. Machine. So, und genaueres werdet ihr da sehen. So, hier kommt so ein Sentry Buster. Ich erkläre es ein bisschen für die es noch nicht kennen. Der leuchtet zu Sentry hin und versucht sie zu zerstören, aber wir versuchen auch den zu zerstören. Ist ja auch irgendwie logisch. So, wenn ich Munition hätte. Ja, okay, er ist schon tot. So, hier geht es richtig zur Sache, wie man sieht. Und man kann auch nur 6 Leute in ein Team sein. Die anderen müssen dann leider warten. Es ist wie ein Zombie-Metzel, aber... So, oh Gott, weg! So, jetzt hat man gerade gut gesehen, dass der Sentry Buster die Sentry zerstört hat. Also es ist wie Zombie-Metzeln, nur halt in Roboter-Stil und irgendwie viel cooler. Ja, gucken wir dann mal, dass wir den hier kriegen. Ah. So, Respawn-Zeit überspringe ich jetzt hier mal kurz. Ich glaube, das ist ja Wave 1 von... Level 2. Es gibt verschiedene Levels, es gibt 3 Levels. Das erste ist ziemlich leicht, das dritte ist ziemlich schwer. Und wir spielen halt jetzt hier Level 2. Also schon ein bisschen schwerer. So. Ah ja, hier gibt es gar keine Muni. So, jetzt können wir auch hier upgraden. Das finde ich auch ganz cool. Ich nehme jetzt Flying Speed. Firing Speed. Und ja, das wird nicht so schnell brennen. So. Dann bin ich auch bereit. Ja, we must defend. Ja, genau. Also es geht darum, dass man Manco da hinten eben beschützt. Und ich werde gerade in Steam angeschrieben. Ist mir aber ziemlich egal jetzt. Werde dann später schauen, wer das ist. Oh. Ach Gott. So, skippen wir. So, man sieht hier, die tun hier so eine Bombe tragen. Oh Gott, was soll das denn bitte? So, ich habe nicht genügend Credits, um mich die Respawn-Zeit zu skippen. Na ja, gut, also hier wird schon die Bombe hergetragen, der müssen wir den eben umbringen, obwohl man... Ach Gott, ich glaube, das ist sogar schon Level 3. Moment mal. Ist schon Level 3 oder das ist Level 2? Das ist ziemlich heftig gerade. Haben die mir eigentlich gerade verstanden? Ich weiß nicht. Ja, also Spies gibt's auch. Die sind sogar ziemlich mies.
und ein Sentry Buster kommt. Wo ist denn der Sentry Buster jetzt? Da ist er. Ja. Man sollte nicht zu nah an diesen Sentry Buster gehen. So, skippen wir mal kurz. Nein, 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 nein. Oh, gerade noch. Ah, oh, scheiß Spice. So, das Geld immer schon aufsammeln, das ist ganz wichtig. Nein! Oh. Diese Sniper nerven richtig mit ihren Scheißbögen. So, müssen wir den hier mal kalt machen. Ja, wir haben ihn. Haben die Ingenieure keine Probleme mehr. So, ich brauche ein Medikit. Ja. Da. Ja. Ich muss sagen, die Bots treffen immer. Ja, Engineer ist dead, leider. Du bist doch... Ja. War doch ein Spy. Ich hab dich auch drauf geschossen. Ach, Wave lost. Zwei. Und dafür sind sie ganz schön stark. Dann nehme ich noch Überladung. So. Versteht ihr mich eigentlich? Also jetzt nicht ihr, sondern ich habe gerade Voice Chat und so, wer es noch nicht weiß. Okay, das ist gut. So, wenn ich jetzt H drücke, bekomme ich Überladung für 5 Sekunden. Hört sich jetzt ziemlich kurz an, bringt es aber eigentlich voll. So. Nur mal so, ich nehme auf, ne? Denn die wissen das, glaube ich, noch gar nicht. Nö, wissen sie nicht. Wer auch mich immer in Steam anschreibt, ne, wird keine Antwort bekommen. So, dann wollen wir nochmal. Ja, ich gehe mal davor und mache dann meine Überladung an. So. Ja. Guck dir meinen Kopf an. Vier Pfeile im Gesicht. So, ich guck mal kurz, was die geschrieben haben. Wahrscheinlich ist jetzt vielleicht gar nichts. Vielleicht sieht er jetzt, dass es gerade hängt. Okay. Gut. Weiter geht's. Die spammen hier die Pfeile, das ist unfassbar.
Use a spice. So, noch 30 Sniper, oh Gott, 28. Guckt euch das mal an, so viele Pfeile in der Wand. So. So, noch 12 Sniper. So, noch 2 Sniper. Ja, noch ein Sniper und der Support ist noch Spice. Na, endlich! So. Was kommt jetzt laut der Scouts? Also Riesenscouts sieht man an den roten und A48 Soldiers. Ja, dann nehme ich lieber das statt den Hellfrieden. Also Hellfrieden, das ist, dass man immer 2 Lebenspunkte dazu bekommt pro Sekunde, und je mehr das halt skillt, also hochlevelt, desto mehr bekommt man also Lebenspunkte. Und das höchste ist 10 pro Sekunde. Das wollte ich jetzt eigentlich auch hochleveln, aber bei Soldier ist es besser, wenn die gleich weg sind. Ja. Ah ja, ich muss noch. So. Allein,